Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man den Holzbackofen mal andersweitig nutzen kann. Das traditionelle Backen im Holzbackofen ist ja eigentlich, dass man das Feuer im Ofen drinnen macht, die Glut abbrennen lässt, dann das Ganze aus dem Ofen rausräumt und dann mit dieser fallenden Kurve backt. Das heißt, zu Beginn kurz Fleisch garen, Pizza backen, danach Brot und danach Hefezöpfe. Natürlich schön, wenn man in der Kurve backen will. Wenn man aber jetzt gerade mal über einen längeren Zeitraum im Holzbackofen arbeiten möchte, gerade zum Pizzabacker, dann gibt es auch eine Möglichkeit, die Glut im Ofen drinnen zu lassen und mit der Glut im Ofen zum Arbeiten. Und wie das genau in unserer Öfe funktioniert, möchte ich Ihnen heute zeigen. Bevor wir jetzt den Ofen anzünden, müssen wir einmal den Zug ziehen. Wir müssen unser Thermometer rausnehmen. Das wird auch während dem gesamten Backer nicht zum Einsatz kommen. Und wenn wir den Ofen dann anzünden, haben die Türe vorne in die Anheizraste. Das Anheizen funktioniert jetzt genauso auch, wie wenn man normal mit dem Ofen backen möchte. Also auf dem Holz ist alles komplett identisch, nur wir verringern die Holzmenge, weil wir natürlich, wenn wir backen, immer wieder Holz nachlegen und wir jetzt zu Beginn nicht die Speicherwärme vom Ofen brauchen. Genauso reduziert sich auch die Aufheizzeit. Das heißt, statt ca. 2 Stunden sind wir jetzt lediglich bei 1,5 Stunden. Zunächst geht man die Hälfte der Holzmenge in den Ofen rein. Und zwar in den vorderen Bereich, schlichtet das schön sauber rein und können das Ganze dann anzünden. Das Holz ist jetzt gut runtergebrannt und jetzt gehen wir her nach insgesamt 1 Stunde und tun mit unserer Aschekrücke die Glut auf die gesamte Backfläche verteilen. So, die halbe Stunde Glutphase ist jetzt vorbei und jetzt können wir eben hergehen, die Glut auf die Seite räumen. Wichtig dabei ist, entweder räumen wir sie auf die linke Seite oder auf die rechte Seite. So, und die frei gewordene Seite, die kehren wir jetzt noch aus, dass der Ofen dann noch schön sauber ist. So, was jetzt ganz wichtig ist, wir können jetzt nicht sofort loslegen mit dem Backer. Auch hier müssen wir den Ofen abstehen lassen. Es reicht aber 10 Minuten aus. Genauso wichtig ist jetzt, wir müssen jetzt immer den Zug auflassen beim Backen und auch wenn wir die Türe zumachen, nur in die vordere Raste reingehen, die Türe nicht komplett verschließen, weil sonst würde man einfach die Glut im Ofen drinnen ersticken. Und was wir jetzt auch gleich sofort machen, ist, wir geben gleich ein Holz nach. Hierbei darauf achten, dass es ein bisschen dünneres Holz ist, dass wir dann auch immer Glut zum Backen haben. So, der Ofen wäre jetzt dann soweit, dass wir ihn präpariert haben. Wir warten jetzt noch die 10 Minuten und dann können wir eben auf einer Seite anfangen zum Backen. Wenn man dann merken sollte, so nach der dritten, vierten Runde Pizza, dass die Unterhitze fehlt, können wir jetzt einfach hergehen, die Glut von der einen Seite auf die andere Seite schieben, wieder Holz nachlegen, wieder 10 Minuten warten und dann haben wir wieder einen heißen Stein, auf dem wir backen können und der kalte Stein heizt sich dadurch wieder auf, weil jetzt die Glut auf ihm drauf liegt. Und dann können wir das Spiel ewig wiederholen. Bei uns gibt es heute Pide, Sie kennen das aber auch mit Pizza, mit Dinner Day, mit allem machen, was Sie möchten. Die Temperatur beim Backer spielt jetzt eigentlich gar keine so riesen Rolle, sondern jetzt schauen wir einfach, so wie die Pide oder die Pizza fertig ist, ist sie fertig,
Wichtig ist nur, dass man zwischendurch hergehen muss, hat eine halbe Backzeit das Gebäck einmal dreht.